Good morning, everybody. 19th March 2024, Business Intelligence lecture. We look at the third KPI or the third concept that helps us look at networks. Wir gucken uns heute den dritten Aspekt, was uns die Netzwerke hilft zu analysieren. Wir haben Average Path Length and Clustering Coefficient geguckt. And now we're going to look at something called the Laplacian. Laplacian of a network. So you probably know Laplace from Regelungstechnik, Mathe, irgendwann in der Nebulöse, als ihr noch jung wart und noch an den Weltfrieden geglaubt hat. Okay? So Laplace hat sehr viel gemacht. Also das war ein Genie eigentlich. Und er hat sich auch um Netzwerke gekümmert. Und der hat ein Konzept entwickelt, heißt der Laplacian Matrix. Of a network. This matrix describes or contains all relevant information of a network is defined as L equal D minus A. Okay, L being L, the Laplacian matrix D the degree matrix. Jungs, habt ihr Fragen? Bitte. Und A, the adjacency matrix. Okay. So, what this means, we define degree matrix as a matrix given by the degree of the node when E equals J and 0 when I not equal J, being the degree of the node so that is the number of neighbors Tut mir leid, ich muss es formell beschreiben, okay? Wenn wir jetzt eine Übung machen, wird wie Butterstreichen sein, okay? Also es ist nicht schwer, ich muss es nur kurz mathematisch beschreiben, damit es sattelfest ist, okay? Also nicht erschrecken oder so, es ist super einfach. And A
ist die Adjacency Matrix. And is described as the number of neighbors also when when E not equal J and zero when I equal J. Is the number neighbors of the node. No, sorry, this is not correct. No, this is not really good. Wait. The adjacency matrix is defined as one if I and J have a connection, or zero if I and J don't have a connection. Okay, so das ist jetzt die mathematische Scheiße. Okay, das könnt ihr jetzt einmal sehen und vergessen. Ihr müsst es in die Prüfung tun können. Okay? Das heißt, jetzt aufpassen. I'm going to give you an example. In die Prüfung kann ich euch fragen, bitte die Laplacian Matrix ermitteln von einem Netzwerk. Okay? Zum Beispiel. Das Beispiel kennen wir. Okay. Please calculate the Laplacian. If I say Laplacian, I mean Laplacian matrix of the network. How do we do it? So L equals the degree matrix minus the adjacency matrix. So let's do it step by step. We have six nodes, so I will do it very slowly. Make sure you do it like this a couple times so you get some speed. If you do it slowly, you will get it in your brain, okay? So if you do it fast, okay, I understood. If you don't repeat it, in the exam will be difficult, okay? Because in the exam you have five or six exercises and it needs to go like every 15 minutes you need to shit one exercise out. If you don't go like that, okay, also jede 15 Minuten musst ihr eine Übung abkacken, ansonsten irgendwann kommt die Zeit und frisst euch, okay? Und dann geht die Herzpumpe und dann macht ihr Fehler. Hm? So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wir haben gesagt, so we said that this is the degree matrix. It equals the degree of the node if I equals 1
if I equals J, so which is the degree of node 1, the number of neighbors, two neighbors, okay? So, 2. The degree of node 2 is also two neighbors. The degree of node 3 four neighbors. You see why I'm doing these lines, right? Every time it crosses something, you just need to count. So four neighbors. Degree of node 4 three neighbors. Degree of node 5 two neighbors. Degree of node 6 one neighbor. You got it? Nothing but counting. Super einfach, oder? Alles andere außerhalb von der Diagonale ist 0. Ich mache einen großen 0 hier. Fragen? Hier vor Ort oder WebEx online, Fragen? Ja. Die Richtung der Pfeile ist erstmal egal, oder? Ja, ist nicht egal, aber für uns, ja. Nicht egal, aber erstmal ja. Gut. Minus Adjacency Matrix. Das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, aber auch nicht die Hülle. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ihr seht, es ist eine quadratische, also hat n mal n, die gleichen Dimensionen, Anzahl Zeilen, Anzahl Säulen. Okay. So. Hat 1 eine Beziehung zu sich selber? Nein, deshalb hier 0. Hat 1 eine Beziehung zu 2? Ja, 1. Du siehst, warum es ist jetzt die Pfeile. Sehen wir gleich, okay? 1 hat eine Beziehung zu 2. Hat 1 eine Beziehung zu 3? Ja, deshalb ein 1. Okay, also hier. Richtig? Ich male es jetzt exemplarisch. Okay. Und so. Kann man diese Farbkodierung gut erkennen dann, oder? Hat 1 eine Beziehung zu 4? Nein. Eine Beziehung zu 5? Auch nicht. Eine Beziehung zu 6? Auch nicht. Gut. Hat 2 eine Beziehung zu 1? Nö. Nee. Ist deine Frage jetzt beantwortet? Ja. Gut. Also ist immer schön, finde ich immer schön, wenn die Leute Intuition haben, okay, und sich ein bisschen vereilen. Das ist eine Krankheit des Jugends. Aber im Zweifel immer knutschen, okay? Also nicht zweifeln, einfach tun. Das ist immer die Empfehlung, okay? Also machen. Hat 2 eine Beziehung zu 2? Auch nicht. Hat 2 eine Beziehung zu 3? Ja, oder? Hat 2 eine Beziehung zu 4? Nein. 5 und 6 auch nicht. Gut, hat 3 eine Beziehung zu 1? Nein. Entschuldige. Hat 3 eine Beziehung zu 2? Auch nicht. Hat 3 eine Beziehung zu 3? Auch nicht.
hat drei eine Beziehung zu vier. Ja. Hat drei eine Beziehung zu fünf. Ja. Hat drei eine Beziehung zu sechs? Nein. Hat vier eine Beziehung zu eins? Gut, ihr seht da die Logik, oder? Ich kann das ein bisschen schneller machen. 0, 0, 0. Hat vier eine Beziehung zu fünf? Ja. Vier eine Beziehung zu sechs? Auch. Jetzt habe ich keine Dinge mehr. Und alles andere ist dann 0. 5 und 6. Okay. Jetzt haben wir unsere Degree und Adjacency Matrix. Ihr seht, die Mathe scheint ein bisschen schwer, aber an sich ist es nichts, oder? Es ist eine reine Matrix-Multiplikation. Wenn wir das mit Python machen, das läuft glatt, weil der GPU kann Matrix multiplizieren und addieren und so weiter schneller, wie man gucken kann. Gut, dann unsere Laplacian-Matrix hat folgende Form. Ich mache es hier unten, wo ich das sehen kann. L ist dann gleich. Das ist D und das ist A. Und L ist dann folgendermaßen unterwegs. 1, 2, 3. 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Unsere Laplacian Matrix hat die Form 2, minus 1, minus 1, 0, 0, 0, 0, 2, minus 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4, minus 1, minus 1, 0, 0, 0, 3, 0, minus 1, minus 1, wie bitte? Ja, korrekt. Danke. 0, 3. Dann 0, 0, 0, 0, 2, 0. Und 0, 0, 0, 0, 0, 1. Okay? So, diese Matrix enthält die gleiche Information wie unser Graph. Die gleiche. Jetzt haben wir aber einen nicht euklidischen Dataset in einem Euklidischen Dataset. Auf einmal, das Problem ist gelöst. Das Problem, was wir gestern hatten, ist gelöst. Ihr könnt euch gestern erinnern, wir hatten das Problem, dass wir euklidische Daten und nicht euklidische Daten
differenziert haben. Und wir konnten nicht Netzwerke sauber analysieren. Zum Beispiel, wenn ihr ein Graph einem Deep Learning Architektur reinfuttert, kann das nicht. Deep Learning ist ein Begriff, oder? Ja? Nein? Ja oder nein? Nicht? Meine Fresse. Okay, also das ist wichtig. Müssen wir uns angucken, unbedingt. Business Intelligence basiert eigentlich auf Deep Learning. Werden wir auch machen. Bin aus irgendeinem Grund davon ausgegangen, dass ihr das kennt. So, was ist jetzt, wenn wir folgende Problematik haben? Also wir haben jetzt mit Hilfe von dem Laplacian Matrix einen nicht-euklidischen Dataset in einem nicht-euklidischen Dataset übersetzt. Okay? Irgendwelche oder wichtige Merkmale von diesem Laplacian sind folgende, die Eigenvektoren der Laplacian Matrix enthalten die spektrale Information des Graphs Netzwerk. In English, the eigenvectors of the Laplacian matrix are containing all spectral information about the network. What this is saying is that your Laplacian matrix contains all the information describing the network. Okay? So you know what the eigenvectors are, I hope, from your math courses in the past. Okay, they form an orthogonal basis that explain the variability of the data set. Ja? Ist das bekannt? Die Bedeutung der Eigenvektoren und der Eigenwerte. Ihr habt doch Mathe gehabt, oder? Am Anfang vom Studium. Schon mal gehört? Schon mal gehört? Ja, aber nicht mehr im Petto, oder? Ja, ist auch, sag ich mal, ein paar Jahre her. Ja, okay. Brauchen wir, okay? Also bitte, wenn ihr das nicht parat habt, in eurem Repertoire sozusagen, bitte unbedingt die Eigenvektoren und Eigenwerte und wie man sie berechnet von einer Matrix wiederholen, widerrufen, okay? Also unbedingt. Recall Eigenvalues and Eigenvectors from algebra. You need that. We will need it. Okay? Wir werden es brauchen. Bitte unbedingt nochmal nachschauen. Ist es online angekommen? Ja. Bitte machen, okay? Ich werde es verlangen auch.
nicht jetzt, aber in den nächsten Vorlesungen. Also gegeben ist eine Matrix, wie rechne ich die Eigenvektoren und die Eigenwerte? Okay? Ist wichtig. Gut. Wenn ich jetzt folgendes System habe, so wie gestern, just imagine we have a case study for you. We have two networks. Each with 100 nodes. Each node represents an individual, person, and for each person we have a KPI, eine Kennzahl, okay? With, let's say, what do we want to measure? The number of steps every day, okay? So, from each individual, we know how many steps this guy walked every day. Number of steps every day. For, let's say, 300 days. For, we have 100 people. We know a network, they are friends, okay? And we know how many steps they walked every day. Imagine, okay? So we have graph 1 and graph 2. We have a network of friends, group friends 1, with 100 individuals. Not everybody is friend with everybody, but we know the graph, okay? And we have n equal 100. And for each node, let's say here, this node, we have a vector of 0 to 299 data points, which describe the number of steps this guy did in 300 days. Hast du eine Frage? Ja, wie kommen Sie auf 299? Zwischen 0 und 299 sind es 300. 300. Ach so, ich habe Tage, ach so. Okay. Und für das andere Netzwerk, also wir haben einen Graph, wir haben 100 Knoten und Edges und ein anderer Graph, andere Knoten. Okay. Und for each we have also the number of steps.
and a set of edges. Okay? Gut. Erste Aufgabe, was ihr kriegt, also ihr kriegt ein paar Aufgaben im Laufe des Semesters, okay? Übungen, die ihr zu lösen habt. Wir werden sie auch irgendwann lösen, aber ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Aufgabe. Mit Python. With Python, sorry. Warum schreibe ich jetzt auf Deutsch? Also, sorry. Ich werde verrückt. Exercise. Please write a code in Python 3.x. You can use ChatGPT if you like it, okay? So feel free. Please write a code in Python 3.x that generates two graphs with each 100 nodes and each node has attached a vector of 300 elements that is normally distributed. Normal for network 1 is 1,000 steps and 30 standard deviation, and normal for network 2 is 2,560 standard deviation. So eine Normaldistribution sollte bekannt sein. Nichts anderes wie eine Gauss-Kurve. Das ist bekannt. Gut. Die Lösung gucken wir uns in der nächsten Vorlesung an. Okay? Natürlich, die Option besteht, nichts zu machen und sich futtern zu lassen, okay? Wie ein Kentucky Fried Chicken Huhn. Da kann man fett werden, ist gut. Von Lernen ist es nichts. Ich möchte, dass ihr das macht. Okay? Das ist jetzt meine... Mein Wunsch sozusagen, ob es in Erfüllung geht, ist das nächste. Okay? Also machen. Es gibt einen kleinen Trick hier, weil Netzwerk ist nicht gleich Netzwerk. Okay? Und für diese Übung möchte ich, dass die Topologie, die Form, the topology, sorry, ich schreibe es in Deutsch. The topology die Form des Netzwerks of network 1 should be a R2 Rendi
Netzwerk. Das ist ein Random Network oder ein Zufallsnetzwerk. Gerne könnt ihr googeln, was das ist und ein bisschen einlesen. Ich erwarte das. Okay? Also ich kann von nur aus fragen in die Prüfung, was ist ein Erdos-Renyi-Netzwerk? Okay? Also im sechsten Semester erwarte ich schon, dass die Leute ein bisschen Hunger haben. And the topology. Of network 2 should be a to follow a Barabasi Netzwerk sein mit with gamma equal 2.4 power exponent. Was das heißt, gucken wir uns gleich an. Okay? Das ist aber eine Übung. Ich bitte euch, den Python-Code dafür zu entwickeln, damit wir was machen können in der nächsten Vorlesung. So, wenn wir über Topologien reden, so now we're talking about the shape of the network, sorry. The shape of the network is, hallo? The shape of the network is described by some parameters. So, network topology new heading the probability that a node with k neighbors in a random network attaches a new node is given by a Poisson distribution with parameter lambda. So the probability that a node that has k network neighbors gains a new friend is given by lambda to the power of k times e hoch minus lambda divided by k factorial. So we have a network, a new guy jumps in. Du bist nicht am Chatten, oder? Gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum du schmunzelst, aber das ist überhaupt nicht lustig. Ja, ist okay. Es war ein Witz. Wenn wir ein Netzwerk haben und ein neuer Node reinkommt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Mensch oder Freund oder Netzwerkelement reinkommt, ist gegeben durch diese Formel in einem Zufallsnetzwerk, in einem Random Network. Okay? So,
ich werde mich an einem Node zumachen oder verbinden, der gar andere Nachbarn hat, mit dieser Wahrscheinlichkeit. In einem echten Netzwerk, the probability that a node is connected to another with k neighbors in real networks is given by das ist jetzt real und das ist jetzt random is given by k to the exponent gamma, where gamma is the exponent degree. This little formula describes the behavior of all networks in the real world. Okay? Facebook, Corona, sucht euch aus. Die Industrie, IoT, Amazon, alles. Und es ist krasse Scheiße, wirklich. Die Aufgabe von einem Netzwerkwissenschaftler, und am Ende sind wir es alle, weil wir analysieren alle wirtschaftliche Prozesse, und das sind Netzwerke, besteht überwiegend darin, das Wert von diesem Gamma zu ermitteln. Anhand der Daten. Mehr nicht. Wenn wir das Gamma von einem Netzwerk ermittelt haben, können wir verdammt viel sagen über das Verhalten des Netzwerks. Und wir können sogar vorhersagen, wie das Netzwerk sich in die Zukunft verhalten wird. Man kann sogar sagen, hergehen und sagen, ich kann zum Beispiel Finanzdaten analysieren. Also Geld verdienen in der Börse. Wenn man das Gamma versteht, weiß man zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dass ein Bürgerkrieg gibt in den Vereinigten Staaten vor Ende des Jahrzehnts über 70% ist. Also volkswirtschaftlich betrachtet, wenn man das Netzwerk bzw. den Wohlstandsverteilungsnetzwerk in den USA analysiert, dann ist die Demokratie in den USA am Kollabieren. Und viele Wissenschaftler, unter anderem ich, also ich habe auch da ein paar Analysen gemacht und mitgewirkt, sagen hervor, dass vor dem 2030 die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Bürgerkrieg gibt in den USA, ist über 70%. Ein Bürgerkrieg meine ich mit Blut. Also richtig, weil die Amis gehen ab dann. Die verstehen auch keinen Spaß. Die komplette Bevölkerung ist halt bis zu den Zähnen halt mit Waffen halt ausgestattet. Okay? Diese kleine Formula beschreibt die Welt. Es ist super, super wichtig, dass ihr das verinnerlicht. Aus meiner Sicht einer der wichtigsten Themen, wenn man halt überhaupt in der Wirtschaft unterwegs ist.
So, jetzt gucken wir uns diese zwei Themen an, beziehungsweise die letzte Formula abhängig von dem Wert von Gamma im Vergleich mit den anderen. Das nennt man übrigens Power Law. Und Gamma Exponent ist hier das Entscheidende. In unserer Übung, so ein Barabasi-Netzwerk ist nichts anderes als ein reelles Netzwerk, ist das Gamma vorgegeben, okay? Also ich gebe es vor, damit das Algorithmus von Python, die Bibliothek, die ihr nutzen müsst, heißt Network X. Aber ihr seid teilweise bessere Programmierer als ich. Okay? Von daher, das findet ihr selber raus. So, wie verhält sich die Welt abhängig von Gamma? Folgendermaßen. Beziehungsweise abhängig von dieser Wahrscheinlichkeit. So. Lass uns hier eine Grafik darstellen. Oder aufstellen, besser gesagt. Das ist das Logarithmus, ist eine Log-Log-Darstellung. Das ist das Logarithmus von K, das ist die Degree Distribution. Oder das ist der Degree, die Anzahl Nachbarn. K ist Degree of Node. Okay. Die Anzahl Nachbarn sozusagen, steht da oben. Und hier ist das Logarithmus von der Probability reell. Okay? Oder P von K, P sub K. Also eine Funktion von K sozusagen. So, für ein Gamma in dem Bereich 2,1, okay? Weil es ändert sich dann. Eine Poisson-Verteilung, lass mich kurz erstmal die Skala malen, das ist 10 hoch 1, 10 hoch 2, 10 hoch 3. 10 hoch minus 5, 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 2, 10 hoch minus 1, 10 hoch 0. Ich habe einen reellen Netzwerk. Die reellen Netzwerke verhalten sich folgendermaßen. Die gehen linear. Nicht vergessen, das ist eine logarithmische Skala, also es ist keine Linie, es ist nur ein Logarithmus zu Logarithmus. Okay? Denke an eventuell ein Bode-Diagramm, vielleicht schon mal gehört. So, das sind Real Networks. Und unsere Random Network, die Poisson verteilt sind, verhalten sich ungefähr so. Das ist ein Random Network. Eros-Rungi. Und das ist sehr interessant. Diese Grafik beschreibt eigentlich viel. Warum? Weil es hier zwei Punkte gibt, die uns helfen, die Welt zu klassifizieren.
Okay, also das ist jetzt hier Bereich 1, Bereich 2, Bereich 3. Ist doch hübsch, oder? Mit dem Grau und dem Rosa. Ich finde es immer schön, wenn die Unterlagen hübsch aussehen. Mal ich euch hier eine Blume. Dann macht es mehr Spaß. So, was sagt diese Scheiße aus? Im Bereich 1. Die reelle Kurve ist höher als die random. Oder? Hier, die reelle Kurve. Jetzt gucken wir mal. Hier, die reelle Kurve ist höher als die random. Richtig? So. Random ist viel kleiner als real. Real. Das heißt, random ist kleiner als real. For small, okay, für kleine Anzahl Nachbarn, the power law, real network, is above the Poisson, das ist die random. Indicating that the real world has more nodes with a few neighbors. Okay. Vor 2. Phase 2. Phase 2. Jetzt ist so, dass random ist höher, oder? So, random ist bigger than real. So, random is bigger than real. For nodes around the average degree, which, by the way, the average of these curves are around here. This is the average degree around here somewhere. This is the average degree.
the mean value, okay, Mittelwert von der Anzahl Nachbarn. The random network has an excess of nodes. Und bleibe dran bei mir, okay, bleibe dran bei mir, weil jetzt kommt jetzt die Schlussfolgerung und das Aha-Effekt, okay? Also die Wichtigkeit dieser Konzepte könnt ihr noch nicht alle erahnen. In der dritten Phase ist wieder real viel höher als random. Random geht was auf 0. Real geht auf 1 relativ hohen Wert. For large k. The real network presents many nodes with high k. Here, what you see here in this area are the so-called hubs. You've heard of influencers, right? Ihr habt gehört von Influencers. Ja. Menschen in Netzwerken, die einen Einfluss haben. Warum haben sie einen Einfluss? Weil sie so und so viele Followers haben. Hm? Ich habe 3 Millionen Followers auf Insta oder ich habe so und so viele Facebook-Freunde, wie auch immer. Das sind die Hubs. Menschen oder Knoten in dem Netzwerk, die sehr viel oder mit sehr vielen anderen vernetzt sind. In einem Server sind die Rechenzentren. Wenn sie kaputt gehen, kollabiert das Netzwerk. Echte Netzwerke haben Hubs. Die Natur verbundene Netzwerke in der Natur, in Ökosystemen, menschliche oder Netzwerke, die aus dem menschlichen Verhalten heraus entstehen, haben immer eine reelle Topologie. Und es ist wichtig, das betriebswirtschaftlich zu kennen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Okay? Je nachdem, wie Gamma ist, wird diese Kurve, diese Linie steiler oder wie auch immer. Und dementsprechend muss man gewisse Entscheidungen treffen. Und das ist immer eine, das ist die Thematik von dem Kollegen gestern, eine Kostenentscheidung, zu sagen, okay, ich mache das oder das oder das oder das. So, gibt es eine Frage hier? Ja, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Gut. Gut, dann. What is the role of the exponent gamma? If gamma is smaller than 2 or equal to 2, we have
so-called anomalous regime. This means the number of links connected to the largest hub grows faster than the size of the network. Okay, this means the largest hub has more nodes than the overall network. This is impossible. That's why these networks break down. If we look, ich sage es auf Deutsch, weil es super wichtig ist. Wenn wir uns den Wohlstandsverteilungsnetzwerk angucken in den USA, okay, wie viel Kohle die Menschen haben und mit wem sie verbunden sind und so, es entsteht gerade das. Gamma geht momentan auf 1,98 so circa. Das ist das Ende von einer Gesellschaft. Die Gesellschaft kollabiert. Meine Prognose ist, wie gesagt, vor Ende der Dekade gibt es einen Bürgerkrieg in den USA. Wahrscheinlich, bevor wir alle sterben, die Vereinigten Staaten gehen halt auseinander. Texas und dann die Küsten, das Mitte und so weiter wird halt, okay, nicht mehr zusammenhalten. Der Grund ist in dieser kleinen, popeligen Formel. Stellt euch vor, was passiert dann mit dem Wirtschaftsmarkt in der Welt, wenn das so ist. Überlegt euch, was ihr mit euren Assets macht, mit eurem Geld, mit euren Ersparnissen, wenn der Dollar auf einmal bricht. Was passiert jetzt mit der Industrie? Das hat Folgen überall. Neue Weltordnung. China oder Indien übernehmen. Und dann wünsche ich uns allen viel Spaß. Da sind die Regeln anders, da ticken die Uhren anders. Auf jeden Fall. Okay? Also ich habe großen Respekt vor dem chinesischen Kultur. Die sind seit, weiß ich nicht genau, aber 7000 Jahren unterwegs. Kann man sich eigentlich vorstellen, etwas, was die Menschheit hat, im Mittelalter entdeckt hat in Europa, hatten die Chinesen schon 5000 Jahre vor Christus entdeckt. Ungefähr. Nun, Hollywood hat uns von was anderem halt überzeugt, aber es ist nun mal so. Okay? Es ist wirklich krass, die Macht und die Power, die demografisch dahinter steht. Und mit Indien muss man auch genau die gleichen Gedanken haben. Auf jeden Fall, USA hat jetzt einen Gamma-Exponent in der Reichtumsverteilung, die um den 1,98, 97 so ist. Also die Gesellschaft bricht zusammen. Wenn jetzt der Donald Trump gewählt wird, gibt es Blut auf den Straßen. Und wenn er nicht gewählt wird, gibt es mehr Blut.
So sieht es aus. Ja, es ist eine Prognose, natürlich kann ich mich irren, aber. So. Wenn Gamma zwischen, if Gamma is between 2 and 3, we call it a scale-free regime. That's the sweet spot, that's where we want to be. Okay, in this case, networks can grow in a healthy manner. In order to attain this, um das zu erreichen, brauchen wir ein System, was in dem Beispiel von dem Bevölkerungsreichtum, ein System, was Wohlstand verteilt. Also deshalb gibt es auch Steuer. Okay? Das lässt die Gesellschaft gesund wachsen. Verteilt den Wohlstand. Okay? Und wenn Gamma, if Gamma is bigger than 3, we have a random network. Okay? Fragen? Questions? Ja. Wenn Gamma was? Höher 3 ist. Das ist ein chaotisches Netzwerk ist. Das ist die Folge. Also wenn Gamma unter 2 geht, bricht die Welt zusammen und dann ordnet sich wieder alles neu. Und dann fängt man von vornherein auf Gamma 3,1, 3,2. Und dann geht wieder langsam runter mit Ordnung. Verstehst du? Das ist, was man hier erlebt im Moment. Das ist, was man hier erlebt hat in Deutschland zum Beispiel, nach dem Krieg. Die Jahre zwischen, sagen wir mal, 44 bis 48, 49 waren sowas. Okay? Wo der Krieg einfach verloren wurde und dann hat sich die Gesellschaft wieder gefunden. Könnt ihr hier so ein bisschen darstellen. Bitte. Und in jüngerer Zeit hätte ich auch gesagt, als Jugoslawien zerfiel, da war ja quasi erstmal so, irgendwann nach dem Tod Titos rutschte dann das Gamma langsam runter und dann gab es erstmal ein so schlimmes Chaos, dass es erstmal mehrere Unabhängigkeitskriege gab und die Wirtschaft hat sich auch erstmal sehr schlecht, sage ich mal, erstmal erholt in manchen Ländern. Wieder inzwischen halbwegs okay, in anderen spürt man die Wunden des Kollapses noch. Das ist womöglich, das ist eine Hypothese, könnt ihr gerne nehmen und volkswirtschaftliche Daten ermitteln und eine Bachelorarbeit draus schreiben. Okay? Also es ist wirklich super spannend, die Kiste. Und das kann man, diese Theorie kann man anwenden auf Volkswirtschaft, auf Betriebswirtschaft, aber auch auf ein Thema wie Softwareentwicklung oder Projektmanagement oder auf eine Maschine, okay? Das ist wirklich mega geil. Ich betone das immer, Intelligenz in der Gesellschaft, Business Intelligence, geht über Netzwerktheorie. So, werden netzwerktheoretische Experten, habt ihr einen Job in den nächsten 10 Jahren gesichert. Könnt ihr Analysen durchführen, die andere das nicht machen können. Weil ihr habt einfach einen anderen Blickwinkel. Um mehr daraus zu erfahren, empfehle ich euch das Buch Network Science. Das ist ein Buch. Von Barabasi.
von Jahr 2006. Okay? Findet ihr auf Amazon, sogar in der Bibliothek, glaube ich, ist in der LIV ist zu kriegen. Okay? Habt ihr Fragen?